Wenn wir einem Patienten den Helm abziehen wollen, braucht es zwei Helfer. Der Helfer 1 ist beim Kopf und tut mit beiden Händen den Helm stabilisieren. Der zweite Helfer kommt von der Seite, informiert den Patienten, macht das Visier auf, zieht die Brille ab und öffnet den Schliessriemen. Anschließend tut er den Unterkiefer und die HWS stabilisieren. Jetzt zieht der Helfer am Kopf den Helm langsam zurück und passt auf die Nase des Patienten auf. Sobald der Helfer auf der Seite nachgreifen kann, sagt er Stopp. Bevor der Helfer am Kopf den Helm ganz wegzieht, warnt er den Helfer auf der Seite, damit der den Kopf gut stabilisieren kann. Jetzt übernimmt der Helfer am Kopf den Kopf vom Patienten, damit der Helfer auf der Seite den Halskragen anpassen und sauber montieren kann. Machen wir eine Zusammenfassung. Während der Helfer beim Kopf den Helm stabilisieren, tut der Helfer von der Seite das Visier öffnen und eventuell Brüllen abziehen. Den Schliessriemen nicht vergessen zu lösen. Eine gute Kommunikation zwischen den beiden Helfern ist bei dieser Aktion unerlässlich. Nach der Helmabnahme wird die HWS weiterhin stabilisiert. Und noch ein Tipp aus der Praxis. Wenn wir nach der Helmabnahme etwas unter den Kopf legen, zum Beispiel den OSM-Splint, so können wir den Kopf gut in Neutralposition heben, so wie er im Helm gesehen ist.